Guten Tag, ich begrüße Sie hier zu diesem Video zur Pflanzenphysiologie. Konkret geht es um die Themen Aufbau einer Pflanze und Wassertransport in der Pflanze. Ich hoffe, das wäre nämlich der Zweck erfüllt von diesem Video, dass Sie nachher diese beiden Lernziele erfüllen können. Das wäre zum einen den Aufbau einer unverholzten Pflanze zu kennen mit den Funktionen Wurzel, Sprossachse, Blätter, Blüte und Frucht. Und dann erklären können, wie Pflanzen Wasser aus den Wurzeln in die Blätter transportieren. Das wäre also der kompliziertere Weg von unten nach oben entgegen der Gravitation. Und das kann gerade bei Bäumen doch eine beachtliche Höhendifferenz bedeuten. Wir beginnen mit dem Aufbau einer Pflanze. Hier schematisch die Tomatenpflanze dargestellt. Könnte irgendeine Pflanze sein, weil das wirklich ganz grundlegende Elemente sind, die ich Ihnen hier kurz näher bringen möchte. Wir beginnen mal ganz unten. Bei den Wurzeln, die normalerweise im Boden versteckt sind, also für uns nicht direkt sichtbar. Wurzeln haben mehrere Bedeutungen für die Pflanze. Zum einen ist es eine Verankerung im Boden, damit sie auch bei Wind und Wetter an Ort und Stelle bleibt. Dann anderes ist auch, was wir kennen aus dem Garten oder von den Zimmerpflanzen her, nämlich die Wasseraufnahme. Mit dem Wasser gelangen auch gelöste Mineralstoffe, wie vor allem Stickstoff- und Phosphatverbindungen, aber auch Elemente wie Eisen oder Magnesium über den Boden in die Wurzeln mit dem Wasser zusammen. Wurzel ist auch in der Küche bekannt, als Karotte beispielsweise oder Kartoffeln werden wir auch Wurzeln verspeisen. Eine Etage höher, außerhalb des Bodens, finden wir die Sprossachse. Die kann unterschiedlich lang sein, wie bei Finkel oder Salat ist normalerweise sehr gedrungen. Hier bei der Tomate ist sie doch lang und gut sichtbar. Das ist so ein Verbindungsstück von der Pflanze, wo alle anderen Elemente befestigt sind, wo auch der Wassertransport drin stattfindet und auch ein Ort der Photosynthese, da sie grün ist, obwohl die Blätter dort wesentlich mehr dazu beitragen. Auch die Sprossachse essen wir bei Salat beispielsweise oder beim Brokkoli. Dort ist sie tatsächlich sichtbar und auch schmackhaft, wenn man Brokkoli mag. Wir haben es bereits erwähnt, die Blätter, oft der Photosynthese mit einer riesigen Oberfläche, Oberflächenvergrößerung, mit der möglichst viel Photosynthese stattfinden kann. Blätter sind auch gegen das Licht ausgerichtet, um hier möglichst viel Lichtenergie in chemische Energie umwandeln zu können. Blätter als Beispiel aus der Küche, ganz klar der Salat, aber auch viele andere Dinge, die wir hier als Blatt essen. Wir haben die Blüte als weiteren Bestandteil der Pflanze. Blüte sind die Fortpflanzungsorgane der Pflanze. Da drin ist die Samenzelle, die Spermium, die es auch bei Pflanzen gibt. Befruchtet die Eizelle, die es auch bei Pflanzen gibt. Und nach der Befruchtung wird dann aus der Blüte eine Frucht. Die Blüten sind also die Fortpflanzungsorgane der Pflanzen. Kennen Sie vor allem natürlich in Form von Blumenstrauß aus dem Alltag, aber als Artischocke haben wir da mindestens ein Beispiel von einer Blüte, die wir auch verspeisen. Aus der Blüte wird die Frucht, das heißt, dort drin ist die befruchtete Eizelle, die dann zum Pflanzenembryo heranwächst. Das ist das ganz ähnlich wie bei Säugetieren wie den Menschen. Der Pflanzenembryo, den sagen Außenbotaniker, sagt man dem nicht so, sondern es ist dann hier der Samen, der drin ist, den wir aus den Früchten her kennen. Früchte werden gegessen, nicht immer ganz, das bleibt dann liegen und der Samen, also Pflanzenembryo, kann dann auf dem Boden in der Erde eine neue Pflanze bilden. Teilweise geht es auch durch das Verdauungssystem hindurch, wie gerade bei Vögeln, die da Früchte essen. Die lassen das dann wieder fallen mit dem Vogelkot, bis dann gleich gedüngt und die Pflanze kann weit weg von der Mutterpflanze, dann die Nachkommen können dort dann wachsen. Früchte gibt es sehr viele, die wir kennen. Botanisch gesehen ist eine Frucht eben dieses Verbreitungsorgan der Pflanze. Das hat nichts mit dem Geschmack zu tun. Tomate ist eine Frucht, obwohl wir das jetzt nicht mit eben Obst verwechseln dürfen. Auch der Kürbis ist eine Frucht, auch eine sehr große. Und die Melone, auch große Frucht. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Formen, die wir kennen und in der Regel auch schätzen. Das war der erste Teil. Der zweite Teil ist der Wassertransport. Da haben wir bereits die Bestandteile kennengelernt. Wir gehen jetzt mal umgekehrt in die Richtung von oben nach unten. Wir sehen hier von den Pfeilen her, dass hier eben Pfeile auch nach draußen gehen vom Blatt her. Ich
möchte den Weg beschreiben, wie Wasser, wenn Sie die Pflanze gießen, vom Boden nach oben gelangt. Der umgekehrte Weg, der gibt es auch in der Pflanze drin. Das ist aber hingegen einfacher, weil es einfach mit der Schwerkraft nach unten drückt und dann quasi ohne besonderen Mechanismus funktioniert. Gegen der Schwerkraft braucht es etwas, und das Erstaunliche ist, dass wir da tatsächlich etwas haben, allerdings nicht wie bei uns ein Herz, ein Organ, das sehr, sehr viel Energie benötigt, sondern auch ein sehr energieeffizientes, sehr cleveres System, was wir in Pflanzen finden. Im Blatt haben wir die Stomata, das sind die Spaltöffnungen, kleine Öffnungen. Dort geht durch Verdunstung, Transpiration immer etwas Wasser aus dem Blatt nach draußen. Das kann beträchtliche Mengen darstellen. Gerade im Sommer ist das der Grund, wieso es im Wald viel feuchter ist und deswegen dann auch kühler, weil hier durch diese Stomata doch beträchtliche Mengen von Wasser verdunsten. Dieses Verdunsten ist notwendig, damit der ganze Wassertransport funktionieren kann. Im Sprossachse drin haben wir eine Wassersäule, das heißt, das Wasser, das hier im Blatt verdunstet, das klebt quasi. Wasser hat ja sehr starke Anziehungskräfte. Diese winzig kleine Wassersäule oder ein Wasserfaden geht durch die ganze Sprossachse bis ins die Wurzel hindurch. Es ist wichtig, dass da nicht Luftblasen oder sonst Unterbrüche sind, sondern es muss hier alles zusammen sein. Wenn hier oben etwas weggeht durch diese Transpiration, ist es ähnlich, wenn Sie einen Faden da aus dem Blatt herausziehen, das gelangt dann alles nach. Und auch die gelösten Mineralstoffe, die werden dann auch mit diesem Wasserfaden nach oben gezogen und gelangen ins Blatt, wo sie dann eben auch benötigt werden. Ganz unten in der Osmose haben wir auch einen zweiten Mechanismus, also nicht nur diese Sogwirkung, sondern noch etwas Hineindrücken in die Wurzeln, nämlich durch die Kraft der Osmose. Wir haben in den Wurzeln mehr gelöste Teilchen, Ionensalze darin, das heißt Wasser diffundiert dann in die Wurzeln hinein, die Osmose, und das drückt dann quasi diesen Wasserfaden nach oben und oben wird die Transpiration gezogen und beides reicht aus, um hier das Wasser mit den Mineralsalzen nach oben zu befördern, ohne dass wir da ein System wie ein Herz haben, was da schlagen muss, sondern nur auf dieser anatomisch sehr einfachen, aber biochemisch sehr cleveren Methode.